great Jack, master of trickery, finally has had the tables turned on him. Upon reaching the tablet of the Heart of the Mountain, Jack bitterly discovers that he is too late. The clever, cold-hearted wizard, humanity's champion, now possesses a powerful amulet and is one step closer to usurping the devil's rule over the world and breaking the curse. But there is still hope for our harrowing heroes. Jack's epic duel with the wizard's indentured spirit catches the attention of a magical sword, who vows to teach him greater mastery of the deadly arts. Determined to close the gap between himself and the enemy, Jack and his companions rush from the mountain and follow the wizard's trail of magic into the wilderness. Gut, das war ein bisschen viel Gerede auf einmal, viele Dialoge. Ah, spielen wir jetzt oder was? Inventar öffnen. Jetzt haben wir dieses Schwert bei uns. Okay. Muss irgendein Grund schweben. Und coolen Sound macht's auch noch. Schwert. So, Inventar öffnen war. Ich habe die Hacke. Das Gerät hier. Schwert, wir können ja eine Weile mal das Schwert hier ausprobieren. Lange werde ich es nicht tun. Ist schon irgendwie ein bisschen. Ist wirklich. Können wir damit über Wasser schweben oder was? Tatsache, das können wir. Können wir nicht. Nur mal kleine Pfützen. Okay, dann spiele ich jetzt hier noch ein bisschen dieses Level weiter. Mache ich noch die Stunde voll. Warum nicht? Nächster Bosskampf wird wohl nicht so bald kommen. Oha. Und diese Attacken, die der Boss auch konnte. Das ist ja episch. Aber es ist mir fast ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Ich fürchte, da müssen wir weiter. Tja. Was für eine unerwartete Wendung. Eulen und Sümpfe vertragen sich nicht. Mir sind Sümpfe auch nicht geheuer. Du hast 10 Sekunden, mir zu erklären, wieso ich hier bin. Jack, traust du deinem zuverlässigen Gefährten etwa nicht? 8, 7, 6. Jack, ich als dein Vorgesetzter erwarte, dass du mir ein gewisses Maß an Respekt. 4, 3, 2. Na schön, Teufel noch eins. Du mit deinem hartnäckigen Kürbisschädel. Ich bin der magischen Energie gefolgt, die aus dem Portal des Zauberers stammt. Die Magie hat uns zu einem Pfad geleitet, der uns direkt zu diesem Sumpf hier geführt hat. Und hier verliert sich die Spur. Vielleicht finden wir hier noch weitere Spuren oder Hinweise. Na geht doch. War das jetzt so schwer? Ach, sei doch still. Okay, ich würde aber gerne mal zurück. Mal gucken, ob ich da noch einen Feenschnabel vergessen habe. Dann waren wir hier noch irgendwo, wo wir noch nicht nach Feenschnäbeln geguckt haben. Ich glaube, hier kommen wir. Hier kamen wir her. Ja, hier kamen wir her. Okay. Feenschnäbel sehe ich jetzt soweit keinen. Wenn, dann sind sie sehr großartig versteckt. Dann mal hier hinüber. Okay, hier war die Eule. Jetzt geht's weiter mit diesen Dingern hier. Hier müssen wir wieder ein bisschen rollen.
Jetzt irgendwo lang. Ah, hier gibt es eine Krähe. Krähenschnabel. 1 von 20. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel Magie-Klimper. Mit diesem Schwert. Das können wir gleich gerne mal tauschen. Dann nehme ich doch lieber Mordis zweite Lieblingswaffe. Wenn das nicht Mordis Lieblingswaffe ist. Das weiß man ja nicht. Aber es ist ja nicht Mordi, der hier gerade das Spiel spielt. So. Ich nutze mal gleich gerade die Chance. Wechsle mal wieder zu meinem guten Speer. Jetzt hier ein bisschen was im Brand. Na toll. 47 Eier. Zerbrechen. Ich habe den Text immer noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe keine Ahnung, was die da von mir wollen. Es brennt. Immer alles im Brand stecken. Skandalös. Jetzt mal hier runter. Nein, einen Krähenschnabel habe ich doch noch nicht gesehen. Den habe ich übersehen. Ein Haufen Skelette. Vielleicht sollte ich hier mal das andere Schwert nehmen. Kämpft sich's leichter. Was haben wir hier in der Kutsche? Können wir nicht hinein? Schade. Sehr schade. Hier haben wir einen Krähenschnabel. Da geht's rüber. Da gibt's Energie. Heilung für Jack. Zerstört trotzdem alles. Aus purer Zerstörungswut. Die Kerze muss man nicht in Brand setzen. Nicht, wenn es nicht sein muss. Hier ist bestimmt doch wieder eine Krähe oben. Ich meine Krähenschnabel. Nicht. Ich geh mal rum. Ach, die Geschichte wieder. Müssen wir wieder auf die Drehdinger drauf. Okay. Und 40 Misserfolge. Na komm. Ein bisschen weiter kommen wir heute hier noch. Ich glaube, man kann auch bei jedem Kessel ausschalten und weitermachen. Also wenn ich jetzt ausmachen würde und im nächsten Stream weiterspielen wollte, dann würde ich hier wieder anfangen. So war das zumindest vor dem letzten Endboss. Da haben wir ja auch beim Kessel angefangen. Beim letzten Speicherpunkt einfach. Soll ich hier mal kein Feuer machen? Halte ich für unnötig. Genauso unnötig wie das Sterben hier. 50 haben wir jetzt hier schon. So viel zu deinen 73 Touren, Mordi. Glaube ich in Level 3, wenn ich richtig gezählt habe. Das bis zum Ende 73 Tode. Das werde ich hier noch toppen. Unsinnigerweise. Okay, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Habe ich mir den Tod erspart. Wieder auch hier wieder keucht. Muss irgendein Synchronsprecher im Studio gestanden haben und
gekeucht haben. Auch eine tolle Synchronrolle. Stehst im Studio und dann einfach... den ganzen Tag. Stell ich mir gut vor. Machst solche Geräusche den ganzen Tag. So eine Synchronrolle will ich auch mal haben. Ich denke, das kriege ich hin. Das kriege ich gerade noch so hin. Mit größeren Synchronrollen, mit Sprechen, mit Sprechtexten und so. Dürfte schwierig werden, aber ja. So ein paar Geräusche machen, kriege ich auch noch hin. Nichts gegen den Synchronsprecher. Gute Arbeit. Nicht gar nicht klein reden. Hat er prima gemacht. Hier muss ich mal gerade rum. Na komm. Sehr gut. Samurai Jack. Ich geh mal ein bisschen rüber. In den Sumpf. Sehr gut. Nein. Hier nicht runterfallen. Lass dich nicht irritieren. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Steg in Brand setzen. Verdammt. Jetzt wieder von dort oben oder was? Natürlich. Von wo auch sonst? Nee, von hier. Sehr gut. Von allen Seiten beschossen hier. Ach, es reicht mir jetzt hier. Ich möchte jetzt hier mal hier. Den Schwert hier. Auf die rüber. Das gibt's doch nicht. So viele Monster auf einmal. Selbst mit dem guten Schwert hier. Lass mich nicht bezwingen. Ach meine Fresse. Sterbe ich jetzt hier bei so einem kleinen Monsterversteck? Ist doch lächerlich. So, ich schalte erstmal euch aus. Jetzt geht's an die hier. So, sehr gut. Ja, Ruhe hier. Ein Krähenschnabel. Geht's da drüben weiter oder was? Scheint mir so. Ein paar Energiepunkte. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss man nochmal besiegen. Na toll.
Es ist zum Heulen. Wie ich sehe, bist du stets bemüht, aber deine Arbeitsverhalten lässt zu wünschen übrig. Schnauze. Ach, da mal wieder so. Diese Pfähler. So, den Krähenschneider haben wir schon. Da müssen wir rüber hier. Krähenschneider haben wir. Aber weiter am Level müssen wir. Wie kommt man da jetzt rüber? So kommen wir darüber. Wow, erst erfahre ich, dass Skelette ein Geist haben können und jetzt auch noch das Holz. Aha. So, hier mal Save Points. 10 Minuten mache ich noch. Dann haben wir heute wirklich genug gespielt. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn da? Ich habe zuerst gefragt. Ein neues Gesicht, neue Freunde zu finden, ist immer eine willkommene Abwechslung. Und wen sollst du darstellen? Ich bin natürlich der Händler deines Vertrauens. Mein Name ist... Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt. Und ich habe auch nicht vor, danach zu fragen. Na gut, und du bist... Ich bin Jack. Ich verfolge so einen bösartigen kleinen Zauberer. Seine Spur hat mich in diesen Sumpf geführt. Moment, Jack, der Jack. Das kommt drauf an, was du von ihm willst. Der Jack, der den Teufel höchst selbst nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal reingelegt hat. Die allermeisten vergessen das dritte Mal erneut. Aber du hast recht, Graf Zahl. Ich bin der Jack. Oh, welch feierlicher Tag. Hurra. Sie wird so glücklich sein. Wer? Du sprichst in Rätseln, Wirrgeist. Oh, gar nichts. Wirklich, ich habe hier noch was zu erledigen. Aber zögere nicht, mich aufzusuchen. Ich glaube, ich kann helfen. Wunderbar. Alles für meine Fans. Wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht, neue Freunde, findest du Abwechslung. Achso, ich dachte, ich kann bei dir was kaufen. Kann ich wohl nicht. Schade. Kein neues Kostüm für Jack. Jetzt gehen wir ein bisschen rollen. Rollen. Das ist sehr gut. Fast im Wasser gestorben. Ein paar Drecksviecher. Na komm. Die Knochen brechen hören. Wir sterben. Verdammt, Skelette hier. Ist jetzt hier nicht Ruhe. Geisterskelette. Sie fallen zwar nicht gleich auseinander, aber sie sind deutlich in der Überzahl. Können wir hier irgendwas? Können wir nicht. Na, sehr toll. Es ist die 60, kriegen wir heute noch hin. Wir kriegen Body leicht getoppt. Müsst ihr mal besiegen. Geisterskelette. Was soll mir das überhaupt zeigen hier? Geisterskelette. Was seid ihr denn hier für welcher? Ein Krähenschnabel. Sonnenbrand setzen müssen wir das hier nicht.
Ausnahmsweise mal nicht. Okay, ja. Gut. Ich glaube, das soll so. 60 Mal gestorben. Ich habe gerade die Löcher am Boden betrachtet. Ich fürchte, das soll so. So kann man auch Monster ausschalten. Lass dir nur ruhig Zeit, zurückzukommen. Quer. Verdammt. Wenigstens die Skelette haben wir jetzt besiegt. Okay, lässt sich ganz schön Zeit zum Zurückkommen. Na komm, jetzt hier irgendwie rüber. Na komm, wir waren doch hier. Mit Doppelsprung müsste das doch gehen. Schaffe ich es gerade so noch rüber. Na komm. Jetzt kommen die hier angekrochen. Na komm. Ist doch skandalös hier auf einer kleinen Plattform. Und nun? Runter oder was? Und jetzt? Über die Boote. Verstehe. Da gibt es einen Safe Point. Sehr gut. Hier haben wir mal gespeichert. Dann würde ich mal sagen, lassen wir es jetzt hier mal bei gut sein. Das ist ein guter Safe Point. Können wir im nächsten Stream weitermachen. Haben wir jetzt hier 2 Stunden gespielt. Ja, fast 2 Stunden. Ich sag schon mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Stream, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Stream, im nächsten Part wieder. Wenn es weitergeht mit Pumpkin Jack. Abo da lassen, habe ich schon gesagt, Glocke aktivieren. Und habt einen ganz angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.